Im Gasthaus Greiner wurde groß aufgetischt. Für die Gewinner der Rosenheim24D Weihnachtsfeierverlosung sollte es ein unvergesslicher Abend werden. Denn zahlreiche Prominente haben sich schon von Sternekoch Christian Greiner bekochen lassen. Das ist ein Jahresauftakt, weil zum Jahresende wird es sowieso immer ein bisschen leicht stressig. Ja? Und so gibt es jetzt das neue Jahr mit voller Kraft wieder anfangen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Diesen hatten die Gäste auch. Vom Beginn an, wie wir reingekommen sind, bis jetzt, wo wir da stehen und wo wir gemütlich noch beieinander stehen, ein Highlight nach dem anderen. Ein absolut gelungener Abend, vom Anfang bis zum Ende. Man, hoffentlich dauert das Ende noch ein bisschen. Ja. Nein, natürlich angefangen vom Service, vom Essen, von Christian, die Getränke, die Stimmung, einfach genial. Mhm. Also wir sind reingekommen, wir sind extrem herzlich begrüßt worden. Wir haben einen wunderbaren Service gehabt, das Essen war wunderbar und vor allen Dingen auch die Gesellschaft mit den anderen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll. Das war einfach wirklich richtig schön und wir freuen uns, dass wir da sein haben dürfen. In sich alles gut und stimmig gewesen. Und wie hat der Abend dem Gastgeber gefallen? Bei mir steht er fast König Ludwig in seiner gesamten Größe. Mit der Sissi mit dazu. Was willst du noch mehr haben? Und wenn die zwei glücklich sind, ja, bin ich überglücklich. Das war für mich das Schönste, dass ich die Gäste zueinander geführt habe. Und das war für mich das Allerschönste. Bei der Menüzusammenstellung musste Christian Greiner nicht lange überlegen. Gestern hat der Jäger angerufen, dass es ein Reh gibt, dann gibt es halt ein Reh. Ja? Und genauso ist bei den anderen Produkten. Bei mir gibt es halt das, was halt gerade auf dem Markt ist. Dabei kommt es aber nicht nur auf die Zutaten an. Entweder kann ein Koch kochen oder er kann es nicht. Und dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und bloß jetzt mit Hummer aufzukredenzen oder wie immer, das war mir nicht der Sinn. Den Gästen und seiner Frau Christiane hat der Abend jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Echt schön. Wahnsinnig gute Bewirtung gehabt. Wir haben nette Gäste gehabt. Das ist natürlich hervorragend. Das Essen war hervorragend. Also das hat genau mit reingespielt und es hat sehr taugt. Eine Wiederholung ist hier zumindest nicht ausgeschlossen.